Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder. So, das ist der zweite Teil. Ja, man muss ja ein bisschen warten. Und hier, das ist ja mein Leim hier. Den setze ich immer rauf. Also Streichhölzer kann man wunderbar auch schneiden. Manchmal muss man aufpassen wegen Zerdrücken. Jetzt habe ich jetzt nochmal ein Streichholz und den kann man dann auch ganz jemand so ein Taggermesser, wie ihr seht, wunderbar schneiden. Ne? Gerade wenn man jetzt hier, ich habe das Carport jetzt fertig, habe jetzt schon mal so das jetzt angeklebt und gerade wenn man, upsala, wenn man gerade dann diese Dinger hier schneiden will, ne, dieser muss ja jeweils passen in den Ecken, sieht das schon. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ja, könnt ihr sehen. So, ne? So habe ich das jetzt unten so ran gemacht. Und so sieht das Ganze dann aus. Auf der anderen Seite auch. Und so kann man das Dach bepflanzen oder bestücken. Jetzt habe ich einmal hier ein bisschen größere Steine. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, einmal Gras. Einmal hier so ein bisschen Grasmatte genommen. Provisorisch. Man kann auch ein Grasmesser nehmen und das mit Leim vorher ansprühen und oder hier so Grasbüschel kaufen, wenn man hier so Grasbüschel hat, dann überall raufsetzen, geht auch. Gibt ja einmal große und kleine. Würde auch gehen. Oder eben jetzt hier mit so einem Aquariumkiesel, den ich eigentlich für einen Schotter nehme, für meine Gleise. Kann man eigentlich auch damit bestücken. Also ich habe jetzt mal drei Varianten ausgewählt. Es gibt bestimmt auch noch vier Varianten. Oder noch mit Holz bestücken oben drauf oder was weiß ich. Also Latten drauf machen kann man auch. Naja, wie man will. So, und so sieht das Ganze aus. Ja, so sieht das denn das Ganze aus. Und das Auto kann da unten unterparken. Meistens ist es ja so, dass ein Auto ein bisschen noch rausguckt, Motorhaube oder sowas oder hinten, ja, ist nicht so. Und ja, ich denke mal, wenn man das vielleicht noch farblich anmalt, braun oder sowas oder auch so lässt, kann man auch so lassen, wie man will. Ja, gibt viele Varianten. Ich nehme immer, wenn ich sowas bemal, ein bisschen Tuschfarbe aus dem Kindertuschkasten so ungefähr und ja, bemal das dann ein bisschen Spüli im Wasser rein, bisschen ja, Spüli rein, haftet die Farbe besser und dann male ich meistens sowas an und das hat sich dann erledigt. Damit habe ich auch schon viele andere Sachen gemacht, wie gewisse Häuser altern und sowas alles. Also da kann man vieles mitmachen mit der Tuschfarbe. Man muss nicht unbedingt teure, ja, wie heißen die, Airbrush-Farben nehmen. So, nicht unbedingt. Es gibt aber so viele Varianten zum Altern und Verschönern oder wie auch immer. Oder Supern. Ja, dass man da viel Auswahl hat. So. Ja, man könnte theoretisch auch jetzt hier noch mal so ein paar Balken machen. Also oben längs nochmal, wenn man will. Aber ich denke mal, die Höhe oder sowas ist schon mal ganz gut. Ich habe das jetzt nur gebaut als Muster, ne, wie man sowas bauen kann, so ein Carport. Man könnte jetzt hier noch an der Seite hier noch auch nochmal so ein paar Streben machen. Oder wie auch immer, wie man will. Also, es ist da künstlerisch freie Hand zugelassen. Ne, so. Ja, so habe ich mir das gedacht. Also das ist jetzt nur als provisorisch und ich denke mal, jeder denkt da sich noch was anderes aus. Aber ich finde das gar nicht mal so schlecht, so ein Carport selber bauen. Ja, guck mal, das Auto passt genau da, genau gerade so wie ein Original, mit den Scheiben, mit den Spiegeln an den Seiten, auch genau da gerade so zwischen.
da rein. Und die Motorhaube oder der Hintern guckt ja immer so ein bisschen raus, wenn ihr mal draußen unterwegs seid. Steht das Auto nie direkt und genau da unter. Oder es muss schon groß sein, das Carport, also mindestens so oder was weiß ich. Man kann auch ein doppeltes Carport bauen zum Beispiel. Also das auch so, einmal so eins nimmt und nochmal eins daneben hinklebt. Kann man auch machen. Also es gibt da so viele Varianten, oder? Dass man baut so eins, so hin. Natürlich ein bisschen breiter noch eher so. Und dass da ein Motorrad noch neben steht oder was weiß ich. Also da bleiben viele Varianten, was man sich überlegen kann. Und was man sich ausdenken kann. Ja. Oder hinten noch ein Schuppen dran. Oder ne, wie das natürlich im originalen richtigen Leben auch ist. Man muss da nicht irgendwie einfach nur was bauen oder kaufen. Besser, also kaufen kann jeder. Ne? Man muss sich auch mal auf andere, neue Dinge sich ausdenken, was man sich selber basteln kann. Ne? Jo, das war schon mal das Ganze. Ja, ein bisschen schief ist es noch, weil das noch ein bisschen klebt. Aber ich wollte das euch mal zeigen und ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Und das sind eben die drei Varianten, wie man das steuern kann. Ich glaube, diese Steine da, die weißen, sind schon wieder ein bisschen zu groß. Also doch dann eher so ein Feinschotter oder eben ja, eine Grasmatte raufkleben. Das ist ja noch nicht das Problem. Oder mit Grasmasse, mit 6 mm Gras oder sowas, was man da auch immer nimmt. Oder 3 mm reicht dann auch. Ja. Das nun mal zu dem Thema mit dem Carport. Ja, das ist der zweite Teil. Und ich denke mal, da kann man sich austoben in dem Sinne mit Carports selber bauen. Wie gesagt, da gibt es ja immer nur diese fertigen Dinger von Faller oder wie die heißen. Oder von Firma noch. Und ich denke mal, wenn man selber baut, fallen dann noch andere möglichen Carports ein, wie man sowas gestalten kann. Oder auch anders baut. Ne? Also wie gesagt, so ein Carport kann man bauen. Etwas größer natürlich so, in dem Sinne, dass da noch ein Motorrad unter steht. Oder was weiß ich. Oder Doppel-Carport mit zwei Autos unter. Und hinten hier noch einen Schuppen dran könnte man noch machen. Also das gibt da so viele Varianten. Also das ist ja nicht jedes Carport ist gleich ein Carport. Also gibt es viel, so viele Varianten. Oder hier hinten ein Carport noch mit Holzlager hin, Feuerholz hinten dran liegt, auch schon gesehen. Also das gibt da so, was man alles selber bauen kann. Also das ne, diese fertigen Carports sehen zwar schön aus vom Faller oder wie die heißen oder von Firma noch. Und ja, aber das sind so Standarddinger, so ich sag mal in Anführungsstrichen ein bisschen langweilig. Ne? Wenn man jetzt sowas selber baut, ja, finde ich das lustiger. Ja, gut, das nochmal zu dem Thema Carport. Carport selber bauen in H0. Ja, ich finde das eine schöne Lösung und echt genial. Und da kann man vieles Schönes, paar Schönes selber bauen. Na? An Carport. Ja. Es war mit ein bisschen Fummel und ein bisschen Fleißarbeit muss man da tun und ist nicht einfach so schnell hier zack, 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 fertig gebaut. Aber wer will das schon? Ne? Das ist eben Modellbau und man will ja basteln und bauen. Na? Man muss ja nicht immer alles direkt kaufen. Ja, vor allem sieht das hier noch richtig natürlich aus und richtig echt aus. Wenn ich das andere Ding da mir angucke, da von der einen Firma da, ja, sieht richtig plastikmäßig aus. Also sowas brauche ich da nicht. Ne? Ja, gut, okay. Gut, das war das nochmal zum dem Thema mit dem Carport. So. Also da kann auch noch ein höheres Auto stehen.
Also so viel Platz ist da. Ne, dass da auch noch ein etwas höheres Auto stehen kann. Zum Beispiel jetzt meinetwegen VW-Bus oder was weiß ich. Oder hier so ein Charan oder, naja, ihr wisst schon was, ne? Etwas höheren Kombi oder sowas. Ne? Da gibt es möglich, ja, viele Varianten. Gut. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, ihr werdet bestimmt auf jeden Fall die nächsten, ja, ich sag mal, 14 Tage, dann kommen dann Modelleisenbahn-Videos. 14 Tage. Ne, ich sag mal, 3-4 Wochen. So. Wenn muss ja erstmal Videos erstmal machen wieder. Und dann werden die dann Modelleisenbahn-Videos, da habe ich auch schon wieder einiges geplant. Und so weiter und so fort. Also, ja. Es kommt nie Langeweile auf im Modellbaubereich, ne? Wenn man Ideen hat, ja, in dem Sinne, dann weiß man auch, ja, was man bauen kann oder was man basteln kann. Es gibt ja so viele Varianten, auch hier mit den Steinen zum Beispiel. Ich bewahre auch immer so Steine auf. Nee, das ist jetzt Erde, aber hier diese kleinen Steinchen, da kann man auch so viele Sachen mitmachen. Meinetwegen hier um Haus herum, so eine, naja, Steinkante oder vorne am Eingang, gibt es ja oft mit Blumen bepflanzt oder was weiß ich. Da gibt es oder einen Steingarten. Ja, also da, ich sag mal, da kann man sich echt austoben. Gut, das ist ein bisschen Fummelarbeit und man muss bestimmt auch hier mit gewissen Steinen, denn hier mit Pinzette arbeiten. Aber genau das macht am meisten Spaß. Und man kommt auch zur Ruhe und weil ja viele Leute hektisch sind, in dem Sinne, da das ist ein gutes Training, um Ruhe und entspannt an seine Arbeit zu gehen. Ich bin auch nicht immer für jede Arbeit geeignet, sagen wir so. Gerade wenn das so Fummelarbeit ist, dann habe ich auch gewisse Tage, wo ich sage, pff, lass das liegen, bevor ich dann da Mist baue und das alles nicht nach aussieht. Aber sonst macht mir das tierisch Spaß mit diesem Kleinkram und sowas in Anführungsstrichen zu bauen. So, ja. Mal gucken, mache ich vielleicht gleich noch mal ein, zwei Pfosten hier längs, dass es noch mal ein bisschen stabiler aussieht hier. Ja, mal gucken. So, mal schauen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben oder nach unten, wie auch immer. Ja, würde ich mich drüber freuen. Und auf jeden Fall auch einen Kommentar da. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sage ich mal bis dann. Tschüss.